Woher kam dieses Spiel überhaupt? Okay, Leute, jetzt geht's weiter. Wir wollen nämlich einen komischen Stab besorgen. Hier ist die Tür. Dann gehen wir mal raus. Oh, Leute, tut mir leid. Warte. Hoffentlich hat man das jetzt nicht gehört. Ich habe nämlich... Egal. Gehen wir mal hier links lang. Gucken, wo wir da rauskommen. Okay, ist wieder... Was? Nee. In den Laden möchte ich jetzt noch nicht rein. Obwohl in dem Laden etwas sehr, sehr Interessantes auf mich wartet. Das werdet ihr gleich auch noch sehen. Ach, der Typ. Kann ich den nicht eigentlich auch irgendwie versuchen zu verprügeln? Und das hier zum Beispiel. Ich nehme jetzt einfach mal, oder nee, ich guck's mir erstmal an, diese Leiter hier. Es geht hoch oder runter? Dann nimm die doch mal mit. Pack die in deinen Hut. Und du blickst jetzt nochmal auf das Wagenrad. Ich liebe Wagenräder. Ja, ich auch. Es gibt nichts Geileres für mich. Boah, ich denke auch manchmal, guckst du jetzt Porno an oder gibst du dir einfach mal ein fesches Wagenrad? So, hier geht's weiter. Hier ist eine Schokoladentrüffeltür. Kann ich die öffnen? Es ist abgeschlossen. Und hier ist ein Bienenstock. Guck dir mal den Bienenstock an, mein Freund. Zu nahe gehe ich da nicht ran. Nee, würde ich an deiner Stelle auch nicht machen. Das ist bestimmt gefährlich. Okay, rein in das reines Haus. Ab ins Haus. Was gibt's hier denn wohl so? Hier gibt's verdächtige Kräuter. Dann schau dir mal die verdächtigen Kräuter an. Die sehen aus wie die, die mein Bruder anbaut. Oh, Marihuana! Ich komm nicht dran. Nimm die mit. Okay, dann guck dir mal lieber den Elchkopf hier an. Das ist ein Elchkopf aus Pappmaché. Ja, geil, nimm ihn mit. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Du hast eine Leiter in deinem Hut und der Elchkopf ist zu groß für dich? Hier gab's doch gerade noch was, Erkältungssaft. Ein super starker Elefantenhustensaft. Mitnehmen. So, einen Schluck trinken und weiter geht's. Und wir wollten jetzt noch einkaufen gehen. Irgendwie macht der Typ mich hier aggressiv. So, hier wollten wir hin. Können wir uns da erstmal angucken? Sieht aus wie eine stabile Holztür. Ja, dann öffne die Tür doch mal. Rein hier. Oh Gott, es ist so hässlich. Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Gelees. Da bin ich anderer Meinung. Er gehört hierher, zu dem restlichen Gemüse. Ich sage, er gehört hierher. Und ich sage, er gehört hierher. Oha. Okay, ich muss mal aufs Klo. Auf gar keinen Fall. Du wirst dich beherrschen müssen. Schau, dieser Körper gehört mir, genau wie dir. Gar nicht wahr. Ich war zuerst hier. Du bist gerade aus meiner Schulter gewachsen. Falsch! Du bist aus meiner gewachsen, du hässlicher, überflüssiger Pickel. Hals, Maul. Ich muss aufs Klo. Die beiden scheinen sich ja prächtig zu verstehen. Könnten wir aufs Klo gehen, bitte? Nein, wir gehen jetzt nicht aufs Klo. Ihr habt... Das werde ich mir machen. Entschuldigung? Wie kann ich dir helfen? Nein, wie kann ich dir helfen? Helf mir doch einfach beide. Wie kann ich dir helfen? 10% Rabatt, wenn du mich dir helfen lässt. 20% Rabatt von mir. 30%. 40%. 50%. Werde ich jetzt bedient oder was? Was kann ich für dich tun? 50, also bist du jetzt bei 60, spiel das mal weiter und ich kann dir gratis einkaufen. Ich brauche nämlich handfeste Informationen. Hast du welche? Ich brauche handfeste Informationen. Hast du welche? Welche Art von Informationen? Was ist denn wohl die Quadratwurzel aus 1369? Was ist die Quadratwurzel aus 1369? 37. Was, echt? Das rechne ich jetzt mal nach. So, Leute, das müsst ihr jetzt mal... Calculator. So, den schmeiße ich jetzt einfach mal hier in die Mitte. So.
1, 3, 9, 6 und davon die Wurzel. Was? Der Typ hat recht? Okay. Was weißt du über Sordid? Was weißt du über Sordid? Er mag gezuckerte Sardellen. Und parfümiertes Badesalz. Sonst noch was? Wo in der Welt ist Carmen Sandiego? Wo in der Welt ist Carmen Sandiego? Wer auch immer ich das ist. Ich weiß nicht. Ich genauso wenig. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Kein Grund, unhöflich zu werden. Dann hau ich mal ab. Ich habe momentan sowieso kein Geld, deshalb... Aber angucken kostet ja nichts. Was gibt's denn hier, einen Kuchen? Das ist ein Kuchen mit rosa Zuckerguss. Die hier? Das sind Schokoladenkuchenstücke. Lecker. Und die Schminke hier? Sieht aus wie eine große Auswahl an Kosmetika. Hier sind Haushaltsreiniger. Das sind Bleichmittel, Reiniger, Waschpulver und Fensterreiniger. Oh, ein Fensterreiniger könnte ich wieder gebrauchen. Da muss ich auch mal wieder ran hier. Ekelig. Guck dir mal das Mehl an. Das ist eine Vorratsdose für Mehl. Wartet mal, Leute, ich muss schon wieder aufstoßen. Es tut mir leid, ich bin auch nur ein Mensch. Und das hier? Das ist eine Vorratsdose für Mais. Für Mais. Das ist eine Vorratsdose für Bohnen. Bohnen, good gonen. Das ist haftfreies Teflon-Kochgeschirr. Oh, ja. Bitches don't know about my Teflon. Ich würde sterben, wenn es das nicht geben würde. Das erinnert mich an meine Jugend. Und die Taschentücher, die auch? Wahrscheinlich eher an deine Pubertät, was? Ah, bei dem Zing. Weich, stark und extrem saugfähig. Die Bücher? Das sind alles seichte, romantische Novellen. Und hier der Hammer? Das ist ein ultraleichter Klauenhammer. Und der Rechen hier, kann man den auch nehmen? Das ist eine Gartenharke. Hier. Bücher. Ladenbesitzer, können wir uns den auch mal angucken. Das ist zweiköpfiges Zunderholz. Und die Uhr? Das ist eine antike, hölzerne Kuckucksuhr. Jut. Dann sind wir hier erstmal durch. Und haben das Dorf so gesehen hinter uns gelassen. Können mal schön in den Wald hier hineingehen. Der wundervolle Wald. Jetzt ist mein Bier gleich leer. Das ist ein kleines Labyrinth hier. Aber dafür haben wir ja unsere Karte. Hier ein kleiner Vogel. Oh, eine Eule. Mit der reden? Können wir die nehmen? Können wir die essen? Entschuldige mich. Hä? Junge. Und auf einmal hat sie angefangen mit mir zu reden? Es ist eine Eule. Ja. Sie redet. Ich kann mich nicht erinnern. Aber macht nichts. Na klar. Kein Problem. Du kannst dich nicht erinnern. Können wir die essen? Ich hätte lieber Hühnchen. Das ist doch sowas wie Hühnchen. Nimm die mit. Eigentlich bevorzuge ich Blondinen. Benutze Schere mit Eule. Das geht doch so nicht. Ach, das geht auch nicht. Red mal mit Entschuldigung. Ihr. Und weg ist sie. Den Schrecken ihres Lebens hat sie gekriegt. Schon wieder. Sag mal, erinnerst du dich, was du noch wolltest? Erinnerst du dich... Was du noch wolltest? Nee. Wolltest? Willst du etwas? Ja. Ja, was? Wolltest. Du wolltest. Wollte zweite ich? Person, ich Singular, Präsens, Indikativ. Du kannst dich nicht erinnern? Nonsens, ich kann mich... Erinnern? An... alles erinnern. Ich bin... eine weise Eule. Ich bin nur nicht gut mit, Präteritum Indikativ, Mann! Wörtern. Ja, Du wolltest, ich will, zweite Person, Präsens, Singular, Indikativ wäre, du willst, zweite Person, Präsens, nein, okay, nochmal, zweite Person, Präteritum, Singular, Indikativ, du wolltest. Ha.
Ja, man merkt, dass ich schon zwei Bier hinter mir habe. Langsam geht das Deklinieren auch nicht mehr. Deklinieren bei einem Nomen, bei einem Substantiv. Mandingo, du hast heute wieder Lack gesoffen. Jeglicher Sprachwissenschaftler wird mir jetzt schon wieder einen angesetzten Kopfschuss geben. Aufgesetzter Genickschuss. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Hast du irgendwelche Tipps für mich? Nein. Tipps? Ja. Du bist... Gut gekleidet? Ja, nein. Auf jeden Fall. Gut rasiert? Nein, nein. Gut rasiert bin ich übrigens nie. Dein Name? Simon? Genau. Ja. Woher weißt du, dass ich Simon... dass ich Simon heiße? Dass dieser Typ das Simon heißt? Woher weißt du meinen Namen? Woher weißt du meinen Namen? Die, Sterne haben es mir gesagt. Ach so, die Sterne sind eben runtergeflogen und haben gesagt, der Typ, der ein paar Minuten bei dir vorbeikommt, heißt übrigens Simon. Idiot? Tu mal so, als würdest, nein. Würdest du das wissen? Eule! Nein! Sternen, Dings da. Astrologe? Ja! Astrologe? Ja? Ich glaube, mit dieser Frau, mit dieser Eule hier, können wir echt nichts anfangen. Kannst du mir denn sagen, wie meine Zukunft aussieht? Und wie sieht meine Zukunft aus? Zukunft? Ja, ja. Zukunft! Dieses Vieh regt mich auf. Ich habe einen, wieso vertausche ich Präsens und Präteritum? Das ist doch was normalerweise nur Grundschüler machen. Gerne, ach nichts, Mandingo, mir passiert das auch dauernd. Ist das alles? Oh. Im Augenblick? Ich bin da gerade extrem angekratzt, großartig. In meiner persönlichen Komm Würde. Später? Ja. Ich glaube, die Mühe mache ich mir nicht. Oh, du Scheißeule. Ich bewerf dich mit Scheiße. So, aber deine Federn nehme ich mal mit. Ach ja. Langsam geht auch meine Konzentration flöten. So, hier geht's lang. Gehe zu rechts. Okay, hier ist wieder Wald. Wald, Wald, Wald. Waldi? Hier ist wieder ein Vogel. Da oben geht's weiter zu irgendeinem Weg. Geh mal den Weg entlang hier, Simon. Da lang, genau. Ne, weiter, weiter. Nee. Gibt's hier irgendwas, was mir hilft? Wohl nicht. Aber ich find's schön, wie hier ganz viele Dinge modelliert sind. Auch im Hintergrund und im Vordergrund. Hier ein Hirsch. Ein Hirsch. Okay, hier kam ich her. Hier ist der Steintisch, wo ich hin teleportiert wurde. Schau ihn dir doch mal an. Ein Steintisch, der zum Opfern von rasierten Löwen verwendet wird. Okay, wir haben aber leider keinen rasierten Löwen dabei, deshalb können wir auch erstmal nicht in unsere Welt zurückkehren. Vielleicht ist es jetzt so ein kleines Sidequest von mir, einen rasierten Löwen zu finden. Oh nein, da ist ein Falke, der sich ein Häschen schnappt. Wie unfair! Aber es ist das natürliche Equilibrium. Das darf man nicht stören. Apropos, Störung des natürlichen Equilibriums. Ich habe neulich Jurassic Park gelesen. Und ich sage es euch, wenn ihr den Film gesehen habt, lest das Buch. Das Buch ist 100.000 Mal besser als der Film. Wirklich. Und das Buch ist wenigstens ein bisschen wissenschaftlich. Das macht dann wirklich mehr Spaß. Für Leute, die ein bisschen was in der Birne haben, lest das. Da steht, Vorsicht, paläontologische Ausgrabungen. Wo wir gerade von Indiana Jones reden, nein Quatsch, von Dr. Alan Grant reden, haben wir hier gleich eine paläontologische Ausgrabung gefunden. Schau dir mal das Loch an. Da gräbt eine merkwürdige Person herum. Okay, rede mit dem Loch. Hallo, ist da unten jemand? Hier ist uns niemand außer mir. Wer ist denn... okay.